Dann fange ich einfach mal an. Was? Peace Leute, was geht? Ich darf euch heute begrüßen. Willkommen in meinem Leben. Der Boy der G ist gerade aufgewacht, ist direkt duschen gegangen und jetzt fahre ich zu Peter. Und ich komme nicht später, weil ich bin pünktlich. Leute, das Wetter. Es wird immer schlechter. Es wird immer kälter. Es wird immer nasser. Ja, auf jeden, ne? Schlechter. Ja. Ja, auf jeden. Ja. So, wir fahren los. So, wir sind da. Ja, Freddy. Der freut sich aber, mich zu sehen. Was geht ab, Habibo? Was geht, was geht? Was geht, komm rein. Ja, Freddy. Eben noch gebellt und jetzt will er gestreichelt werden. Man kennt's. Ja, das magst du, ne? Der liebt das, ehrlich, da kommt immer gar nicht klar. Oh, Freddy. Ja, fein. Okay, Leute, wir sind wieder in der frischen Luft. Ich habe gerade noch einen Kaffee getrunken, damit ich ein bisschen wach werde. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe gegen Peter eine Challenge gemacht. Ja, wer schneller zunimmt in 24 Stunden. Die habe ich gewonnen. Ihr könnt euch die gerne auch angucken. Ich verlinke die mal in der Beschreibung. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das gesehen habt. Heute ist genau das Gegenteil dran. Wer nimmt schneller ab, Leute? Ich hoffe natürlich, dass ich gewinne, aber ich weiß es nicht. Letztes Mal war es sehr knapp, 100 Gramm oder so. Digga, ich habe die letzte Challenge verloren, diese gewinne ich. Sag ich dir so, wie es ist? Okay, wir gehen jetzt auch eine Runde mit Freddy und dann essen wir beide nochmal fett vorher, bevor wir uns wiegen, ne? Yeah, yeah, yeah. Weil sonst ist es ja dumm, wenn der eine gegessen hat und der andere nicht. Ja, Bruder, ich würde auch sonst verhungern, weil ich werde die 24 Stunden, wo die Challenge dann beginnt, werde ich nichts essen. Ja, ich werde auch nichts essen. Und diesmal habe ich die geheimen Tricks am Start. So, Freddy freut sich auch schon auf Einkaufen, er weiß gar nicht wohin. Ist dein Hund besoffen, Peter? Immer, Digga. Zum Frühstück immer ein paar Bier. Ja, das merkt man, Digga. Der kann gar nicht gerade ausgehen. Ich aber auch. Es ist schon gut kalt. Ich verbrenne schon mal ein bisschen was, aber die Challenge hat noch nicht begonnen. Erst, sobald wir uns gewogen haben, können wir natürlich abnehmen. Davor macht es keinen Sinn, deswegen fressen wir nochmal richtig. Ich hau mir die Wampe voll, Leute. Freddy, die Challenge ging doch noch gar nicht los. Dein Hund macht direkt mit, er hat sich doch noch gar nicht gewogen, Bruder. Der kleine Hund, Alter. Ich hab noch nicht einmal in meinem Leben Scheiße aufgehoben, Digga. Nur weil die Frau das gesagt hat, Digga. Ich hab noch nicht einmal in meinem Leben für meinen Hund Kacke aufgehoben. Das kommt natürlich raus aus dem nee, das steht ganz klar. Das schneide ich rein. Freddy tryhardet richtig mit abnehmen. Ja, nochmal ein bisschen Gewicht verlieren. So, wir haben alles eingekauft. Eier auch am Start. Yeah, Bro. Wir haben ja auch noch Ersatzeier. Was? Huch. Die will ich jetzt vielleicht nicht so braten, aber... Peter hat heute entschieden, was ich esse. Bruder, wie immer, für dich was Gesundes, Digga. Was richtig, Leute, ihr werdet noch sehen. Wir haben eingekauft, Leute. Sehr gesund und gleich wird gefoodet. Wer hat denn da gewartet? Na, Freddy? Hier. Ich mach ihn mal los, den Arm. Warte. Er ist sauer, dass er warten musste. Ist so. So, jetzt. Nicht sauer sein. Ey, nein. Bruder, wir haben einen Snack für ihn vergessen. Nein. Oh. Hast du keinen zu Hause mehr? Doch, aber ich wollte ihm jetzt fürs Warten eingeben. Ah, egal, nächstes Mal. Er muss doch auch abnehmen. Er darf jetzt nichts essen. Noch wurde er noch nicht gewogen, Bruder. Genauso wie bei uns. Noch ja, aber er hat doch schon angefangen, Bruder. Aber wir müssen ihn auch erstmal wiegen. Wollen wir Freddy wirklich mitmachen lassen? Lass ihn mitmachen lassen. Wir wiegen ihn gleich und so. Freddy, willst du mitmachen? Ja, er macht jetzt hier schon wieder weiter. Freddy, die Challenge hat noch nicht angefangen. Wenn Freddy die gewinnt, dann kommt auf jeden Fall der Spruch, du kleiner Hund. Und das wäre einfach echt unangenehm, wenn ein Hund gegen uns gewinnt. Leute, ich baller hier gerade noch so ein Müsli weg. Ich glaube, hiernach bin ich schon ultra satt und es kommen noch Eier. Und was noch? Wenn du willst, auch noch Brot, aber ich würde es dir nicht empfehlen, weil ich glaube, jetzt mal ohne Spaß, wenn du das weghaust, Eier und noch das Brot, dann kommt alles wieder raus, Digga. Und dann bringt dir das auch nichts. Ja, auf das Brot verzichte ich dann wahrscheinlich. Aber ich esse noch Eier. Probierst es zumindest. Ja. Ey, okay, Peter, ich habe das Essen aufgegessen und noch drei Eier gegessen. Es war echt viel, musst du zugeben, oder? Oder? Also, Powerfrühstück haut schon rein, so, ne? Unser Powerfrühstück, aber die Eier danach. Also, du hast auf jeden Fall gut an Gewicht jetzt zugenommen, würde ich sagen. Hoffe ich, hoffe ich. Also, Bruder, ich sag ehrlich, ohne zu übertreiben, ich sag, du hast jetzt fast ein Kilo mehr. Okay. Also, die Packung wiegt bestimmt 700, 800 Gramm. Freddy wartet auch schon auf die Waage. Er will uns richtig hochnehmen, ne? Digga, ich sag dir ganz ehrlich, er ist der heimliche Gewinner, Bruder. Morgen werden wir sehen, der zieht uns beide ab. Freddy, ziehst du uns ab? Ich wollte mich wiegen, aber du darfst auch als Erster. Komm, Freddy. 12,7, Freddy! Alter, du Fettsack. Du kleiner Fettsack, du hast zugenommen. Der war sonst immer bei 11 Kilo. Freddy ist schon ein kleines Tier. Er hat einfach fette Oberschenkel, Bruder. Deswegen wiegen wir. Das ist eine richtige Maschinenoberschenkel. Jetzt bin ich dran, Leute.
68,3. Okay, Peter, du bist dran. Jetzt kommt Fettsack Peter, Digga. Sag ich so, wie es ist. Oh, okay. 87,2, Bruder. Oha. Okay, okay. Okay, kurzer Tipp. Was sagst du, was wiegst du morgen? Oh, ich weiß es nicht, Bruder. Keine Ahnung. Ich sag, ich wieg morgen 84. Oh, was? Ja, ich sag 84. Okay. Ich schaff mich heute nochmal richtig aus. Und dann schaffe ich das, ja. Okay. Ich versuch unter 64. Freddy, die Challenge geht los. Los. Fass. Bruder, hast du schon mal gesehen, wenn der Fass macht? Nee. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Also wenn irgendjemand bei mir einbrechen will, macht es nicht, der Hund. Hm? Bist du so ein gefährlicher Hund? Das Ding ist, Leute, ich mag Freddy halt auch. Na, Freddy, magst du mich? Pass auf. So. Und jetzt. Fass. Fass. Aus. Sitz. Da bleibst du. So. Aus. Sitz. Und fass. Fass! Fass! Als erstes ein bisschen Trampolin springen. Ich glaube, ein bisschen Sport tut gut, ne? Safe, safe. Kalorien verbrennen, auch noch ein bisschen Flüssigkeit loswerden, immer gut. Die Frage ist natürlich, ob ich bei dem Wetter Flüssigkeit verlieren kann. Aber ich kann ja auch noch nachher mein Rohr entrosten, ne? Ihr wisst schon. Hä, was meinst du mit Rohr entrosten? Ich weiß nicht, was du meinst. Naja. Backflip, Bro! Easy, Bruder, easy. Jetzt noch ein Frontflip. Nice, Bruder, nichts verlernt. Da ist ja übel das Loch im Trampolin. Ja, weißt du, wie das passiert ist? Wir waren alle auf dem Trampolin und rate mal, wer unterm Trampolin war und ins Trampolin gebissen hat. Ben. Freddy. Ja, Freddy, nicht Ben, aber in Ordnung. Dein kleiner Bruder beißt. Vor allem von unten, ne? Yeah. Oh yeah. Mit Kapuze aufsetzen. Easy, Bruder, easy. Swag. Soll ich auch nochmal kurz? Ja, ich spring noch ein bisschen. Nein, ich will auch. Ich will auch Flüssigkeit loswerden. Ich will auch ein bisschen Kalorien verbrennen. Ja, mach nochmal ein paar Dehnübungen. Der ganze Körper muss bewegt werden. Was denkt deine Mutter, die mich beobachtet? Ein Backflip aus dem Stand? Easy, Bruder. Yeah. Die Trampolin-Session war direkt schon anstrengend. Man hört es. Peter ist dran. Mit der Kapuze kann ich schlecht machen, ich habe keine. Aber ich mache auch erstmal Backflip ein bisschen rein. Alter, ich weiß nicht, wie lange ich nicht mehr auf diesem Trampolin war, Alter. Ist ja ganz krank. Backflip. Yeah. War direkt noch ein. Yeah. Swag. Digga, Frontflip, wie lange habe ich das? Okay, Frontflip. Ich glaube, ich packe mich auf die Fresse, Digga. Ich habe so lange keinen mehr gemacht. Oh. Alter, der Boy, der G. Junge, Peter. Jetzt will er es aber wissen. Kann ich auch nicht, Digga. Das machst du noch. Haut rein. Okay, Leute, weiter geht's. Liegestütze. Und one, two. Ich schwöre, das Essen sitzt so tief. Alter, das geht aber gut, Bruder. Nehmt es mir nicht übel, Leute. Ich kann gerade nicht skaten, deswegen muss ich hier gerade den Scooter von seinem kleinen Bruder nehmen. Den kleinen Scooter, Bruder, weil das ist... Mein Bruder hätte sich auch normal bestellen können, Digga, aber er wollte absolut diese kleinen Scooter haben, deswegen sind die halt unnormal klein. Damit kann ich locker gar nichts. Ja. Er sagt, er kann gar nichts, danke und sowas, ne? Ein 180. Oh. Leute, tut mir leid, aber ich bin... Skater. Gegen's Bein gehauen? Bruder, das sind die schlimmsten Schmerzen. Wir gehen nochmal Fußball spielen, aber dafür nehme ich Peters Schuhe. Meine sind mir zu schade dafür. Digga, das war so knapp gerade, der Stein ist schon weg. Ich muss den Ball holen, die anderen sind alle platt. Hier, Bruder. Früher habe ich auch mal Fußball gespielt. Haben wir nicht mal in der Schulmannschaft gespielt? Ich wollte es gerade sagen, weißt du das noch? Wir haben es in der siebten Klasse oder so, haben wir mal zusammen auf diese, ich weiß nicht, da gibt es ja diese Schulturniere, diese Sportturniere, da haben wir zusammen auf jeden Fall gezockt. Wir haben die auseinandergenommen. Ja, Mann. Die armen Gegner. Wir haben wirklich rasiert, Leute. Irgendwann wollte meine Lehrerin mich nicht mehr dabei haben, weil ich immer bei Erklärungen nie aufgepasst habe. Ihr Name war mal lustig und dann habe ich immer so ein paar Sprüche gemacht. Leute, ich hoffe, das geht gut in den Clowns-Schuhen. Bisschen hochhalten. Wie beim Stützpunkt rechts, links immer. Daher kann ich das so gut, weil als Strafe musste man immer mit der ganzen Mannschaft laufen, wenn man es nicht konnte. Und dann haben alle einen gehasst. Man kennt's, Digga, es war wirklich so. Ja, es sieht doch schon mal gut aus, Bruder. Ja, Digga, deine Schuhe sind ultra lang. Nur hochhalten wäre auch langweilig. Deswegen. First try, let's go. Yeah. Oh, kriegt er ihn? Ja.
Ja, okay, reicht jetzt auch, Bruder. Wird langsam langweilig so. Wuhu! Hier, Peter. Ich will dich ja auch noch lassen. Wenn irgendwann dann mal. Peter rasiert. Ey, der Konkurrent hat wieder gegeiert. Sauber, Peter. Junge. Krieg nicht über Kontrolle jetzt. Yeah! Nice, Digga. Gut, Leute, es ist auf jeden Fall schon langsam gut anstrengend. Trampolin springen, Liegestütze hochhalten, Scooter fahren. Nachher werde ich auch mehr Sport machen, aber das darf Peter nicht sehen, Leute, weil das ist meine Geheimformel. Wie von der Kossen Krabbedi. Bruder? Ja? Und was ist, wenn ich auch Sport mache? Du kannst eh keinen Sport machen. Boom! Tim! Artus. Ich dachte, wahrscheinlich Tim, oder? Ja, weiß nicht. Maschine? Wenn hier jemand eine Maschine ist, dann bin ich das. Du hast einen Sprachfehler gehabt. Also du meinst mit ich? Mich, ne? Was geht ab, Leute? Ihr könnt unschwer erkennen, ich bin zu Hause. Und Leute, ihr könnt auch sehen, ich trage kein normales T-Shirt. Ich trage das gute alte Sport-T-Shirt von früher, vom Fußball noch. Denn ich werde jetzt eine Runde Sport machen. Artus hat ja auch gesagt, er wird es auch machen. Ich werde probieren, möglichst viel zu schwitzen. Deswegen habe ich nicht nur das T-Shirt an, sondern ich habe noch so ein... Wie nennt man das? Diese atmungsaktiven Dinger halt da drunter, damit das nochmal wärmt. Und Leute, ich habe sogar noch eine lange Jogginghose an, anstatt einer kurzen. Hier unten könnt ihr auch schon die Matte sehen, auf der ich jetzt gleich trainieren werde. Ich hab Bock! Okay, nee, eigentlich nicht, aber muss ich durch? Ich werde die Challenge gewinnen, ganz klar. Ach ja, und ganz vergessen, ich habe noch ein paar Sachen erledigt, damit mir noch wärmer hier drin wird und ich noch mehr schwitze, damit ich noch mehr Flüssigkeit verliere, damit ich noch leichter werde und damit ich morgen logischerweise die Challenge gewinne, denn ich habe noch die Heizung auf 5 gestellt. Also ihr könnt sehen, höher geht's nicht, damit mir da schön warm wird und ich lasse das Fenster auch noch zu, damit die Hitze schön hier drin bleibt und ich mir schön einen abschwitze, während ich hier trainiere. Geil! Okay, vielleicht auch nicht so, aber wie schon gesagt, ich muss da durch. Let's go. Achso, für die, die sich fragen, was ich überhaupt trainiere. Ich mache ein bisschen Homeworkout, ich mache ein HIIT-Workout. Für die, die nicht wissen, was das bedeutet, zusammengefasst bedeutet das High-Intensity-Intervall-Training. Da geht es einfach darum, dass man möglichst viel verbrennt in einer möglichst kurzen Zeit. Und das ist logischerweise sehr anstrengend und deswegen fängt man da auch sehr schnell und sehr viel an zu schwitzen. Mein Tipp bei Artus liegt natürlich auf dem Skaten, ist ja klar. Aber ich bin nicht so der talentierte Skater. Zumindest habe ich es noch nicht so krass probiert. Vielleicht wird es ja in Zukunft anders, aber deswegen greife ich zu anderen Mitteln. Jetzt habe ich aber auch genug gelabert. Let's go! Mittlerweile haben wir es schon relativ spät. Ich glaube 19 Uhr oder so. Ich fahre noch ein bisschen Skateboard bei Kaufland. Hier ist eine Session heute, deswegen werde ich da nochmal ein paar Kalorien verbrennen. Ich weiß aber nicht, wie viel ich fahren kann, weil ich eigentlich noch ein bisschen verletzt bin. Von dem Flussvideo. Ich habe mich da so auf die Fresse gelegt. Das hat ja irgendwie später noch voll weh getan. Falls ihr das nicht gesehen habt, ich war im Fluss skaten und da ist einiges schief gelaufen. Schaut es euch an. Wenn ihr es gesehen habt, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Jetzt gehen wir erstmal skaten. Let's go! Digga, alles gut? Ich mach heute nur Olli, weil mit dem Deck war ich im Fluss und es geht ein bisschen leichter zu runter. Ich breche das Board jetzt durch, weil das so kaputt ist. Auch hier, weil ich halt im Fluss war, dass ich eh nicht mehr skaten kann. Let's go. Lieber mein Herz. Erstmal zum Auto pushen.
Leute, der nächste Tag ist angebrochen. Ich bin auf dem Weg zu Peter. Ich habe noch ein paar Liegestütze und so gemacht. Ich hoffe, ich habe abgenommen. Wir sehen uns gleich, wir werden uns gleich wiegen. Ben sucht nochmal einen Spot, damit er ein bisschen Gewicht verliert. Sehr gut. Peter holt gerade die Waage, Leute. Und dann sehen wir mal, wer gewonnen hat diesmal. Ich glaube, um ehrlich zu sein, ja, weil ich habe gestern Abend noch was gegessen. Eine Pizza, was soll ich machen? Freddy kann gar nicht abwarten, bis wir uns wiegen, ne Freddy? Ja, ja, du kleiner Hundi. Oh, Leute, wie süß. Nochmal ein bisschen Flüssigkeit verlieren, dadurch, dass er mich abschlabbert. Nicht schlecht. Schlauer Typ. Peter! Was geht ab, Brudi? Was geht ab? Es geht. Bist du ready? Normal, Digga, normal. Was schätzt du, Digga, wer hat gewonnen? Ich glaube, du diesmal. Ja? Ich habe noch gegessen gestern und ja. Bruder, ich habe aber auch noch gestern gegessen. Also okay. Ganz ohne Essen habe ich nicht ausgehalten, aber was hast du gegessen? Eine Pizza. Ja, okay, nee, so reingehauen habe ich dann doch nicht. Dann fange ich einfach mal an. Was? 67,3, das kann nicht sein. Sonst habe ich nicht annähernd so viel gewogen, wenn ich mich vollgefressen habe. Peter ist dran, let's go. Ja, easy, Digga. Okay. 3 Kilo, Digga. Ja, Bruder, diesmal bin ich der Gewinner, ne? Da war irgendein Fehler in der Materie. Waage war falsch, ne? Digga, ich war noch skaten gestern. Eigentlich, ach, egal, Leute, ich habe verloren. GG. GG, Bro. You made it. Oh, Freddy. 13,1. Er ist sauer, weil er verloren hat. Ja, ich bin froh, GG, Digga. Weil ich gewonnen habe. Let's go. Wenn ihr wollt, dass wir beide mal so eine Challenge mit Einsatz machen, dann schreibt es in die Kommentare. Weil dann ist die Motivation auch nochmal eine andere, Digga. Ja, wenn es so. Ja, wenn es um so Geld geht oder ja, so. Ja, oh, safe, okay. Wie die 500 Euro Einsatz beim Fluss, Digga. Wie die 500 Euro Einsatz, ja. Wie der 500 Euro Einsatz? Ich weiß nicht, ja, auf was jeden, ne? Ist, Digga. Hau rein. Wenn ihr wollt, dass wir mal um irgendwas spielen, also keine Ahnung, um ein bisschen Geld, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, damit ich auch motivierter, dann gehe ich nämlich noch ein bisschen länger skaten und esse nichts mehr. Ja, so. Normal, Digga, das ist nochmal eine andere Motivation, wenn es um Geld geht oder so. Ja. Immer so. Haut auf den Abonnieren-Button, Leute, für mehr crazy Videos. Schaut bei Petersohn vorbei, der macht auch Videos. Die sind natürlich nicht ganz so gut wie meine, aber... Nein, Spaß. Aber er lernt vom Meister, ne? Ja, genau so ist es. Checkt natürlich auch Freddy auf Instagram ab, ne Freddy? Er heißt der Artus Weichert. Artus Weichert? Ja. Ja, ja, okay. Aha. Wie viele Abonnenten hat der? Ja, ja, genau. Eine Million oder so. Haut rein, peace. Touchdown like the end zone.